Nochmal zum Thema Dichte und zwar Beispiele und Übungen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mal wissen, solche Aufgaben, die macht man im Allgemeinen nicht nur in der Physik so, was ist gegeben? Ein großer, langer Text wird in eine kleine Sache geschrieben. Gegeben ist zum Beispiel ein Volumen von 3 Liter Eisen. Und ich möchte wissen, gesucht, wie groß ist die Masse des, wie groß ist die Masse des Eisens? MFE kann ich schreiben. Dann ist die Lösung einfach. Man nimmt sich die Formel und sagt, Rho ist ja M durch V. Und wenn ich M haben möchte, kommt der Regiestrich, dann stört mich durch V, also nehme ich mal V. Und man sagt dann, Rho mal V ist gleich M. Ja, jetzt habe ich aber blöderweise nur 3 Liter Eisen gegeben. Da muss ich was machen. Ich muss das umrechnen. Und zwar V ist hier aber leicht. Wir wissen, ein Liter ist ein Kubikdezimeter. Das sind 3 Kubikdezimeter Eisen. Gut. Ich muss noch was wissen. Und zwar ist das die Dichte von Eisen. Und die beträgt ja 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Ist das bis hierhin noch klar? Naja, wir sind zwar schon beim Gleichunglösen gewesen, aber ich nehme mal den einfacheren Weg. Ich mache es erstmal so. Ich gucke irgendwo nach. In diesem Fall sage ich euch die Formel, die heißt ja Rho ist M durch V. Und jetzt setze ich alles ein, was ich weiß und werde merken, das weiß ich noch nicht. Also, Rho von Eisen, wissen wir, ist 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Das wissen wir. M wissen wir nicht, schreiben wir M hin. Und jetzt müssen wir noch V einsetzen, das sind 3 Kubikdezimeter. Bis dahin noch klar? Da ich aber M haben will, das ist ja gesucht. Ich will ja wissen, wie groß ist die Masse von diesen 3 Kubikdezimetern. Muss ich sagen, ich lasse M alleine stehen, indem ich irgendwas mit Regiestrich mache. Und zwar, das kennen wir. Was stört mich? Mich stört durch, also sage ich mal, 3. Und durch Kubikdezimeter stört mich auch. Mache ich einfach so. Werden wir dann noch genauer drauf eingehen. So, und wenn ich das jetzt mache, jetzt mache ich es nochmal mit Zwischenzeile, dann habe ich hier 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Und jetzt mein ist gleich und hier steht ja noch M durch 3 Kubikdezimeter. Und jetzt mache ich das, was ich mir nach dem Regiestrich vorgenommen habe, mal 3 Kubikdezimeter, mal 3 Kubikdezimeter. Dann passiert Folgendes, ich kann, hurra, kürzen. Und zwar, hier, durch 3 ist 1, durch 3 ist 1, durch Kubikdezimeter ist 1, durch Kubikdezimeter ist 1. Und jetzt gucke ich mir die linke Seite der Gleichung an und sage, was mache ich denn jetzt? Ach du liebe Zeit. Eine Zahl ist hier nicht zu kürzen. 7,8 mal 3 kann ich ausrechnen, aber was mache ich mit den Kubikdezimetern und den Kubikzentimetern? Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich muss also sagen, entweder ich wandle das hier in Kubikzentimeter um, das blaue, oder ich mache das hier in Kubikdezimeter. Ist mir zu kompliziert, mache ich nicht. Ich nehme die 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Das lasse ich vorläufig noch stehen, damit ich nicht durcheinander komme. Jetzt sage ich, 3 Kubikdezimeter sind 3000 Kubikzentimeter. Und hier rechts, habe ich ja alles weggekürzt, ist M. Und jetzt bin ich wieder in der glücklichen Lage. Jetzt kann ich sagen, Kubikzentimeter und Kubikzentimeter kürzen sich. Durch Kubikzentimeter ist 1 und hier ist es auch 1. Und jetzt muss ich bloß noch 7,8 mal 3000 rechnen. Und das kann man ja per Nebenrechnung machen oder man macht es anders. 3 mal 7 ist 21 und 3 mal 8 ist 24. Also 21 und jetzt kommt die. Zur 1 kommen noch die 2,4 dazu, also 3, 4 und ich hänge alle 3 Nullen dran und gucke jetzt, wie viele Kommastellen muss ich setzen. Hier ist eine Kommastelle, hier ist keine, also setze ich die Kommastelle hier. Und was noch übrig war, hier, das Gramm muss dahinter.
Und dann habe ich M raus. Gucken wir mal. Mal sehen, ob das stimmt. Wenn ich vorher gesagt habe, dann müssen irgendwas Vernünftiges sein, sage ich hierzu 8 mal 3, 24. Ne? Hier irgend so eine Zahl kommt raus. Und wenn ich jetzt hier Kilogramm dazu sage, muss ich ja durch 1000 teilen. Dann habe ich also 23,4 Kilogramm. Das passt. 0,4 Kilogramm ist M. Dann hätte ich also 3 Liter Eisen oder 3 Kubikdezimeter Eisen sind so massereich. Wie ich das hier oben ausgerechnet habe, hier, das hier, das habe ich so gemacht. Im Kopf eine Nebenrechnung. 7,8 mal 3. Das kann man als Nebenrechnung machen, indem man sagt, so 3 mal 8 ist 4. Und dann schreibe ich hier eine kleine 2 hin, 20. Und 3 mal 7 ist 21. Und die 2 gemerkten hier dazu, drüber geschmiert. Und dann habe ich die Zahlenfolge 2, 3, 4. 2, 3, 4 ergibt sich. 2, 3, 4 hingeschrieben. 3 Nullen dran, weil ja die dazugehören. Und eine Kommastelle habe ich. Peng. Und dann umgewandelt in 23,4 Kilogramm. Daher kommt das. Zugegeben, dieses Verfahren ist relativ, sagen wir mal, knifflig, wenn man es noch nicht kennt. Hinschreiben, einsetzen, sich dann um die Einheiten rumärgern. Früher hat man ja die Einheiten nicht mehr geschrieben. Ich meine, früher in den vorherigen Schulen. Und jetzt plötzlich schreiben wir Einheiten dazu. Jetzt wird es ja spannend. Woher kommt denn das? Das hat folgende Bewandtnis. Ich erinnere nochmal. Eine physikalische Größe ist nur was wert mit seiner Einheit. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, ein kleines Würfelchen mit einem Kubikzentimeter oder ein großer Würfel von einem Kubikdezimeter und noch größer von einem Kubikmeter. Daher müssen wir uns ganz streng immer darauf beziehen. Machen andere Schulen mit nicht so einem hohen Bildungsstand und Grad nicht so, weiß ich. Daher gibt es ja auch so viele Schwierigkeiten. Braucht man aber später als Lehrling oder später als Studierender, ganz egal. So, noch ein relativ amüsantes Beispiel. Wir gehen mal zu James Bond oder zu irgendwelchen, sagen wir mal, Gangsterfilmen. Folgendes ist gegeben, man wirft sich solche Kisten zu. Ich mache mal ganz bewusst einen Quader. Weil man da drin Gold hat. Und diese Kiste, lass die 2 Dezimeter mal 3 Dezimeter, das sind so kleine Holzkistchen, die sich da zuschmeißen, mal 1 Dezimeter sein. Und wir wissen auch die Dichte von Aurum, vom Gold, was ja, ach ich mach's mal rund, was ja rund 20 Kilogramm pro Kubikdezimeter ist. Und man fragt sich, wie viel Masse hat denn so eine Kiste? M einer Kiste. Dann ist die Lösung relativ leicht. Und zwar so eben haben wir das gemacht. Hier, schaut mal. So hier. Und das gleiche können wir hier nochmal machen. Ich führe es mal ganz kurz vor. Dann sagen wir wieder, Rho ist M durch V. Und wir wollen ja M haben. Und setzen jetzt ein und werden mal sehen, was passiert. Die Dichte, das Rho von Gold, schreiben wir hin, als 20 Kilogramm pro Kubikdezimeter, ist gleich M durch, und jetzt müssen wir kurz V errechnen, das geht ganz leicht, V ist 3 mal 2 mal 1, also 6 Kubikdezimeter. So, 6 Kubikdezimeter hat so eine Kiste. Jetzt haben wir hier was Schönes, denn wenn ich jetzt sage, das war mein M, wenn ich jetzt sage, ich nehme mal 6 Kubikdezimeter, damit mein M auf der rechten Seite alleine steht, jetzt lasse ich die Zwischenzeile mal weg, dann steht hier 20 Kilogramm pro Kubikdezimeter, das war ja die Dichte von Gold, und jetzt mal 6 Kubikdezimeter, und hier drüben ist ja M schon alleine stehend, weil sich das kürzt. Wenn ich jetzt die Kubikdezimeter mal rauskürze, kann ich sagen, ich habe die Masse schon in Kilogramm beinahe fertig geliefert, denn 20 mal 6 ist 120 und Kilogramm ist dann M. Das heißt also, ihr kennt das wahrscheinlich aus den Filmen, dann werfen sie sich mal schnell solche Kisten zu und tun so, als wenn da nichts drin wäre. Als wenn da Gold drin wäre, werfen die sich aber zu, als wenn es ein Fußball wäre und dabei wiegt eine Kiste 120 Kilogramm. Zweimal so schwer, wie ihr als Personen seid. Hier gibt es eine Frage. Jo, noch eine allgemeine Regel, das haben wir eben erarbeitet. Das war jetzt die Sache mit James Bond oder mit anderen Gangstern oder wie sie alle heißen. Noch eine Regel, das ist eine Art Faustregel. Faustregel ist, die stimmt meistens. Eine Faustregel stimmt meistens. Wenn etwas
schwimmt oder schwebt, dann ist seine Dichte, ich kürze es ab, ist seine Rho kleiner als die Dichte, worin er schwimmt, worin es schwimmt oder schwebt. Das bis dahin, also das als Beispiel, wenn Holz in Wasser schwimmt, dann muss die Dichte des Holzes kleiner sein. Das ist eine Faustregel. Wenn ich ein Stück Eisen nehme und auf Quecksilber ist flüssig, lege, dann muss das Eisen wohl eine kleinere Dichte haben. Umgekehrt, wenn ich einen Stein in Wasser schmeiße, wird er untergehen, weil seine Dichte größer ist. Und so weiter und so fort. Wenn man sich darüber Gedanken macht, das gilt für flüssige bzw. gasförmige Stoffe, denn in Feststoffen kann nichts schwimmen. Also es ist eine Faustregel. So, ich mache nochmal Pause, hier gibt es noch eine Frage. Jetzt sagt man ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es geht um die Oberflächenspannung. Ausnahme, und das wäre ein schöner Versuch für zu Hause. Ausnahme, wenn es um die Oberflächenspannung geht. Oberflächenspannung. Oberflächenspannung, zum Beispiel eine Münze aufs Wasser legen. Da ist es anders, beziehungsweise Wassertröpfchen, die als Wolken zu sehen sind, sind so klein, dass sie von der Luft, obwohl die Luft eine wesentlich geringere Dichte hat, oben gehalten werden. So muss man sich's vorstellen. Das ist alles jetzt, sagen wir mal, empirische Physik. Wir wissen aus der Erfahrung, was so ist. Aber diese rote Faustregel, die heißt deswegen auch Faustregel, weil sie meistens stimmt. Und Ausnahmen haben wir eben besprochen. So, ich schließe das Video an der Stelle ab. Und wir bereden jetzt noch andere Dinge.